Freunde der Freiheit, ich habe auch einen Bundestagsabgeordneten mit vor die Kamera geholt. Steffen Kotré, energiepolitischer Sprecher von der Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag und heute hier in Jüterbog bei dem Landesparteitag. Hallo Steffen. Ja, hallo, grüß dich. Danke, dass du die ganzen Aufbauarbeiten noch mitgemacht hast von meinem Set hier. Ich freue mich auch, dich mal endlich zu sprechen. Ich habe dich zuletzt wahrgenommen mit deinem Strandvideo. Ja, ja, ja. Wie ist es denn zu der Idee gekommen? Weil für alle, die das nicht gesehen haben, kannst du ja mal kurz davon erzählen. Ja, also ich hatte ja schon vor einem Jahr mal so einen kühlen Sprung ins Nasse gemacht, so um Dezember herum, um Januar herum. Ja, macht einfach Spaß, sich mal kurz abzukühlen. Und dann dachte ich mir, naja, dann kannst du es ja gleich verbinden mit einer politischen Aussage sozusagen, satirisch, aber verarbeitet. Das war eine kurze, zündende Idee und die haben wir dann kurz umgesetzt. Lena, meine Frau, hat da also assistiert und die Kamera gehalten und dann haben wir es einfach gemacht und war eine, ja, eine schöne Sache. Ja, und damit hast du ein bisschen auf den Irrsinn der Altparteien hingewiesen, oder? Und den menschengemachten Klimawandel. Ja, also es geht ja nicht darum, dass sich das Klima nicht ändern würde. Aber uns geht es ja darum, hier diesen Hype ums Klima, die Klimaveränderungen mal so ein bisschen zu karikieren. Das ist ja Wahnsinn, was hier läuft. Ne? Also uns soll ja gleich morgen früh der Himmel auf den Kopf fallen. Ne? Also so ein Blödsinn. Ne? Also wir können oder wir müssen dann eben mit der Klimaveränderung leben. Aber wir dürfen doch nicht darüber unseren Wohlstand kaputt machen, unsere Gesellschaft kaputt machen, Geld für nichts ausgeben, eher dann doch widerstandsfähig zu werden, dafür Geld auszugeben, Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist es. Und keine Hysterie, vor allen Dingen keine Angst schüren, das spaltet die Gesellschaft. Ne? Und deswegen habe ich mir da mal ein Herz genommen, haben wir das so gemacht und hat auch Spaß gemacht. Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, er ist in die Ostsee gesprungen im Winter. Bei knapp über den. Also ja, es hat geschneit, ne? War aber noch nicht das Schwierigste, sondern der Wind, der eisige Wind. Das war eigentlich das. Und dabei hat er halt gesagt, er hält diese Hitze nicht mehr aus. Genau. Und ist dann halb nackt in die Ostsee gesprungen. Du als energiepolitischer Sprecher, was bringen uns denn diese Windkrafträder? Es heißt immer, du hast keine Ahnung davon, Björn. Du bist ja nun niemand, der davon Ahnung haben sollte. Deswegen frage ich dich ganz konkret, ist da ein Vorteil, außer dass es mir gesundheitliche Nachteile bringt, diese Frequenzen, die das ausstrahlt, außer den toten Vögeln, die oft vor diesen Windkrafträdern liegen, haben wir einen Vorteil, speziell durch diese Windkraftenergie? Wir haben nur Nachteile. Also einmal sinkt die Energieversorgungssicherheit. Denn diese Windmühlen bringen ja immer nur dann Strom, wenn der Wind weht und sonst nicht. Das heißt, wir brauchen dann zusätzlich noch verlässliche Quellen, noch zusätzlich. Das heißt, wir haben nicht nur das Windrad, was wir produzieren und hinstellen müssen im Betrieb, sondern dann für den Betrieb noch ein konventionelles Kraftwerk, was immer verlässlich Strom liefert. Das heißt, wir haben hier schon mal doppelte Kosten. Völliger Irrsinn. Dann haben wir die Umweltverschmutzung. Du hast gesagt, Biodiversität geht flöten, Arten sterben, auch bei diesen Windrädern, Insekten und, und. Wir haben den Infraschall, ist bis heute noch nicht richtig untersucht. Es gibt Leute, die klagen. Man weigert sich, das regierungsseitig das richtig zu untersuchen. Aber eben die Umweltverschmutzung, ne? Dieser Abrieb von Mikrofasern, auch von diesen Rotorblättern, ist ungemein. Ne? Die Grünen sagen ja zu Recht, also diese Mikroplastik überall in der Welt, die ist schlimm. Warum sagen sie es nicht bei den Windmühlen? Ne? Da hast du diesen Abrieb. Dann haben wir den Sondermüll, die Sondermüllproblematik. Und dann natürlich letztendlich, wenn die Dinger also am Lebensende sind, wohin mit den Fundamenten? Wir haben gesehen, die werden oftmals im Boden gelassen. Das kostet alles unendlich viel Geld. Und wir sehen auch, dass Naturschutzgebiete zerstört werden dadurch. Im Reinhardswald, ne, im Märchenwald der Gebrüder Grimm, da werden diese riesigen Fundamente in den Boden gehauen und dadurch geht die Grundwasserstruktur Bach runter sozusagen, ne? Und wird da verändert. Und das sind Dinge, also da fasst man sich an den Kopf, da wird Umwelt regelrecht zerstört. Und deswegen sind diese Dinger schädlich. Also sie nutzen nichts, sondern sie schaden auch. Noch dazu, wo der Strom dann durch diese Dinge auch viel teurer sind. Erneuerbare, sogenannte instabile Erneuerbare, die fangen also bei 37 Cent an. Im Vergleich dazu Kernenergie 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Ja, und es ist ja so, jetzt war ja im Januar 2024
waren die großen Proteste der Landwirte, der Spediteure, der Handwerker. Ich glaube, viele Landwirte knicken auch inzwischen ein und sagen, wenn sich Landwirtschaft in Deutschland nicht mehr lohnt, dann verkaufe ich meinen Acker und dann werden dann Windkrafträder drauf gebaut. Das sorgt aber langfristig dazu, dass wir keine regionale Landwirtschaft mehr haben, oder? Ist das gerade das, was passiert in Deutschland? Ja, ja, oder? Ist so. Man kann es den einzelnen Landwirten natürlich nicht verdenken. Sie haben ganz, ganz schlechte Rahmenbedingungen, die immer enger gemacht werden durch eben die Bundesregierung und die EU. Stichwort Düngemittelverordnung und. Ja, kann man ihnen da nicht verdenken. Aber das zerstört natürlich hier die Lebensgrundlage unseres Volkes. Also wenn wir nur noch Energiepflanzen hinstellen, nur noch für die Energiegewinnung unsere Böden hergeben, dann haben wir keine eigenen Nahrungsmittel mehr. Und wie wichtig Lieferketten sind, das haben wir letztens gerade erst gesehen, wenn auch hausgemacht durch die Corona-Maßnahmen. Aber ich will da eigentlich, dass wir dort eine gewisse Souveränität auch haben, dass wir unsere heimischen Produkte auch herstellen, die wir dann also selber verbrauchen können, ohne jetzt Protektionismus zu machen. Aber trotzdem, eine gewisse Grundlage müssen wir haben. Und wenn sich das hier alles bei uns nicht mehr lohnt, eben aufgrund dieser Dinge, oder wenn diese großen Windmühlenbetreiber plötzlich Flächen aufkaufen, die dann eben nicht für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen, ist das eine richtig falsche Entwicklung. Und der müssen wir Einhalt gebieten. Dagegen müssen wir vorgehen. Nun sind ja eure Umfragewerte besonders in den, ich sag's nicht mehr gern nach 33 Jahren, aber in den neuen Bundesländern besonders gut. In den alten Bundesländern gibt es immer noch eine nicht unbeachtliche Mehrheit von Menschen, denen das nicht aufzufallen scheint, dass sie pleite gehen, dass sie immer ärmer werden, dass diese ganze so naheliegenden Fakten hier und jetzt passieren in Deutschland. Wie erklärst du dir das, dass die Menschen das nicht merken, dass es alles hohle Versprechen waren, dass dieser sogenannte Umweltschutz und dieses Aufhalten des menschengemachten Klimawandels, dass das alles nur unser Portemonnaie und uns im Alleingang als Deutschland darstellt? Wie erklärst du dir, dass die alten Bundesländer das schwerer haben, im Moment zumindest laut den Wählerstimmen das zu verstehen? Na, ich glaube, da waren wenig Brüche in der Biografie. Also ich möchte nicht, dass die Menschen Brüche haben in der Biografie, aber wir in Ostdeutschland hatten die und sind dadurch sensibilisiert, was eben in der Gesellschaft passieren kann, wie die Regierung einen hinter die Fichte führen kann. Und ich glaube, die Ostdeutschen haben Antennen eben dafür, zu unterscheiden, was wird gesagt, was wird aber gemacht. Und man hat in Westdeutschland über all die Jahrzehnte also einen Wohlstand sich erarbeiten können. Und von dem zehrt man noch. Und man sieht eben die Entwicklungen nicht. Und ich glaube, in Ostdeutschland sieht man mehr die Entwicklungen, die jetzt gerade eingeläutet sind. Und dass wir also nach hinten raus, also in einigen Jahren, die riesengroßen Probleme bekommen, das sieht man eben in Westdeutschland nicht, weil man eben noch gewöhnt ist, dass die Regierung alles richtig macht. Wir in Ostdeutschland wissen, dass die Regierungen nicht immer alles richtig machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel dafür, dass wir da sensibilisierter sind. Denn es ist sehr interessant zu sehen, dass auch gerade die Landwirte ja auch mit euch gesprochen haben. Einige von euch, ich glaube, dich hatte ich auch gesehen auf dieser Demonstration. Ne? Wir waren auch da. Ihr habt da alle mal vorbeigeschaut. Jetzt müssen die Landwirte wieder auf den Acker, sonst stirbt das Vieh. Richtig. Die können nicht wie ich weiterhin demonstrieren, sondern ich habe mir das erklären lassen, weil ich habe gesagt, was ist denn los mit euch Jungs? Habt ihr eure Ziele erreicht? Ja. Die gucken mich alle traurig an und sagen, wir haben es nicht erreicht, aber wir müssen entscheiden, ob unser Vieh stirbt und unsere Ernte komplett floppt. Bloß kaputt werden sie ja trotzdem gehen. Sie haben ja deutlich gemacht, es lohnt sich unter dieser Politik aktuell nicht, eine Landwirtschaft zu betreiben. Es lohnt sich nicht, arbeiten zu gehen, de facto. Und trotzdem haben sie diesen hohen Ethos, also das trotzdem zu machen und dann wieder an die Arbeit zu gehen, wenn es notwendig ist. Also Hochachtung. Ich hoffe, Sie wissen, wo Sie Ihr Kreuz setzen, denn man muss es über die Wahlen auch machen. Wir brauchen eine andere Politik, nämlich eine Politik für die Bürger. Und da müssen Sie ganz genau überlegen, wen Sie da wählen. Also die ehemals Konservativen, die sind es nicht, die reden nur. Aber wir von der AfD, wir tun auch. Insofern wird das sicherlich dann an der Wahl ohne entschieden. Wir haben ja gesehen, die Regierung sitzt das aus. Die Ampelregierung, ich merke das ja auch im Bundestag, die sind beratungsresistent, die sind ideologische Betonköpfe. Und da reichen keine Argumente aus, sondern da muss dann wirklich das Machtgefüge sich verschieben. Anders wird es nicht funktionieren.
Die hängen auf ihren Futternäpfen und wollen nicht, dass diese... Ja, das zum einen, aber zum anderen sind die auch so von sich überzeugt, dass also wir unbedingt das Klima retten müssen und dass wir vor allen Dingen die Welt beglücken müssen. Ne? Stichwort wieder der viel zitierte Fahrradweg in Peru, dass das eben wichtig ist. Stichwort. Aber eben nicht unsere eigenen Leute. Ne? Die sehen nicht, dass unsere eigenen Leute hier jetzt das Geld brauchen. Irre, völlig irre, aber so sind die leider. Ja. Nun sind wir ja heute hier bei dem Landesparteitag in Hüterburg von der AfD Brandenburg. Was versprichst du dir von dem heutigen, von der heutigen Veranstaltung? Ja, wir werden also eine sehr gute Liste hier heute aufstellen. Und diese Liste wird dann also mit ihren Personen in den Landtag Brandenburg einziehen. Und dann werden wir mal die Machtfrage stellen. Also wir werden stärkste Kraft werden. Und Christoph Berndt, ne, als dann eigentlich Ministerpräsident, soll dieses Land führen, wenn es demokratisch zugeht. Und wir werden mal sehen. Ne? Wir kämpfen dafür. Heute ist hier ein kleiner Mosaikstein dafür. Wir stellen die Liste auf und dann geht der Wahlkampf los. Das klingt auch alles sehr gut. Und ich bin auch sehr beeindruckt, dass es trotz dieser Diffamierungskampagne hier trotzdem um die 800 Menschen hergezogen hat, die jetzt gerade hier diese Halle füllen. Die ganzen Qualitätsmedien sind vor Ort. Qualitätsmedien in Anführungsstrichen. Entschuldigung, ich habe einen Olaf Sundermeier getroffen. Ja, Lachen ist auch eine Kunstfreiheit. Der ist Experte, ne? Selbsternannt, aber immerhin. Experte für die Altparteien bestmöglichstes Licht zu machen, kann man das so sagen? Naja, so ein Steigbügelhalter halt. Ne? Ja. Also ein Schutz, ein Regierungsschutz. Ne? So ein, es ist ja auch interessant, dass ich mal festgestellt habe jetzt, dass ja die ganzen Intendanten, ob das beim RBB ist oder überhaupt bei den sogenannten Qualitäts-GEZ-Medien, die haben alle eine Querverbindung, eine Verwurzelung mit den Altparteien, mit den typischen. Wie geht das überein mit einer objektiven Berichterstattung? Ist doch ganz klar, dass man euch dann möglicherweise in ein schlechtes Licht bringen möchte, oder nicht? Das ist so. Das bringt doch die Logik mit sich, oder nicht? Demokratie und Medienfreiheit, Neutralität, das stirbt eben scheibchenweise. Und das eben von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und das, was jetzt hier an Situation da ist, wo also Politik und Medien miteinander verwoben sind, ne, ich glaube, das gab es vor 40 Jahren nicht. Und das hat sich so schleichend entwickelt, ne, dass die SPD also viele Verlagshäuser hat, viele Zeitungen auch, darüber dann natürlich die Meinung macht. Irre. Also ich glaube, vor 40 Jahren hätte jeder gesagt, nee, geht so nicht. Ne? Und überhaupt, was die Politiker sich erlauben. Ne? Ich glaube, Möllemann damals ist zurückgetreten, weil er einfach seinen Briefbogen, da einen falschen Briefbogen hatte. Ne? Ist dann aber zurückgetreten. Ne? Also, und was sich die Leute heutzutage alles leisten. Irre. Also da sieht man, also wie die Altparteien sich diesen Staat hier zum Beute gemacht haben, wie also ein Parteienstaat daraus entstanden ist. Und den wollen wir einfach wieder zurückdrehen. Also da muss Neutralität rein, vor allen Dingen Gewaltenteilung, Politik richtig. Und Journalismus natürlich, aber dann die ursprüngliche Gewaltenteilung, also die Judikative extra, auch nicht gegeben, mit Habert, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ist das auch der Politiker, mit der Frau Merkel Abendessen war? Der, genau. Ja. Ne? Und überhaupt gehen die alle miteinander Abendessen. Ne? Verfassungsschutz, Korrektiv, ne? Gehen alle mal zur Regierung. Dann kam hier Buschmann, also der Justizminister, hat sich dann auch mal beim Bundesverfassungsgericht erkundigt, ne, was sie denn so an Schutz brauchen, ne, vor der Demokratie, sage ich mal. Irre, völlig irre, was hier abgeht, wie diese normalen, richtigen Prinzipien unterhöhlt werden. Ne? Ja, nun gibt es ja auch viele Menschen, die einfach sagen, Mensch, ihr seid alle so sympathisch, aber ich habe euch noch nie zum Anfassen mal persönlich sprechen können. Gibt es auch von dir solche Bürgerdialoge, ja, wo man dich mal persönlich also, treffen kann und mit dir möglicherweise ein paar Fragen durchgehen? Also, liebe Freunde, geht auf unsere Seiten. Wir machen Bürgerdialoge im gesamten Land Brandenburg, aber sonst auch durchaus auch mal auf meine Seite gehen oder so über Facebook. Und mal so ein bisschen in den sozialen Medien gucken, wo der nächste Bürgerdialog stattfindet. Also wir haben im Land Brandenburg, glaube ich, jede Woche mindestens einen. Wir haben dann unsere Stammtische auch. Ich glaube, bei uns allein im Kreisverband 3 im Monat. Da kann man sehr gern hinkommen. Einfach mal Kontakt aufnehmen. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank auch an dich, gern. Lieber Steffen. Damen und Herren, das war der energiepolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Steffen Kotré. Und ich freue mich, dass es immer möglich ist, so spontan Interviews zu machen. Und dass sich die AfD-Politiker nie vorher
befragen muss, was denn meine Fragen sind, die ich stellen werde. Denn das war eine Zeit lang ganz anders und das war nie bei der AfD so. Ja, rechne ich euch hoch an, gern. Dass ihr das nicht vorher mit mir besprechen spontan. Wollt. Wir sind spontan. Gehen deswegen live, immer live und in Farbe. Ja, wir sind spontan. Also, ne, also, uns fällt so viel ein, was hier im Argen liegt. Also da brauchen wir gar nicht lang grübeln. Vielen lieben Dank. Gern. Steffen Kodré.